Roman Catholic choirs are singing. Be my mirror, my sword, a shield. My missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain. I want you to go, that was never, never in honest word. Well, that was when I ruined the world. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man Spaß an der Sache mitbringt. Also ich glaube, es geht gar nicht darum, jetzt irgendwie total verbissen in diese Castings reinzugehen und irgendwie alle mit Ellbogen wegzuhämmern, um zu sagen, ich will jetzt das Megatalent werden. Ich glaube, wenn man mit Spaß an der Sache mit dabei ist, dann überträgt sich das auch auf die Zuhörer von Radio Hamburg, letztendlich dann auch auf die Jury, die es ja auch entscheiden wird. Und ich glaube, das ist so das Erfolgsrezept. Also wenn man mit Spaß dabei ist, dann funktioniert das, glaube ich, am besten. It's okay and you may look the other way. We can try to understand the fact of man. Whatever your mother, we're staying alive und so weiter und so fort. Das ist echt großartig. Also wichtig ist, dass das Talent hörbar ist, da wir ja Radio machen. Also wenn jetzt jemand sagt, er kann total super Zaubertricks mit Karten machen, dann ist es vielleicht auch ein tolles Talent, aber das bringt uns jetzt im Radio nicht so viel, weil man das halt nicht hören kann. Oder gut, Pantomime zum Beispiel. Also wichtig ist, man muss das Talent hören können. Und da ist ja die Spannbreite relativ weit. Also singen oder zum Beispiel mit ganz gewöhnlichen Musikinstrumenten ungewöhnliche Musik machen oder auf ungewöhnlichen Musikinstrumenten gewöhnliche Musik machen oder vielleicht Prominente imitieren zum Beispiel oder vielleicht der geborene Stand-up-Comedian. Also da ist eigentlich die Bandbreite relativ weit. Hauptsache, man muss es hören. Wie gefällt dir? Warum so ein bisschen spielen, ne? Ja. Viel Spaß. Jo, danke. Also es gibt wirklich sensationelle Sachen, wie zum Beispiel ein Radio Hamburg-Hörer aus Relling, der gesagt hat, er will mal ein bisschen wie Michael Bublé singen. Und das sagen ja viele, ne? Sie wollen mal so singen, wollen mal so. Und dann denkt man, ja gut, dann hört man kurz mal rein. Aber das war so genial. Also er hat den wirklich, also nicht nur perfekt imitiert, sondern auch eine eigene Note mit reingebracht, hat eine geniale Stimme. Also da könnte ich mir vorstellen, Danilo aus Relling, dass der relativ weit vorne landen wird. Und dann natürlich auch gibt es dann so Radio Hamburg-Hörer, die total absurde Sachen machen. Wir hatten eine Koreanerin zum Beispiel, die mit einer Geige reingegangen ist in die Castingbox und die hat nur wirres Zeug gemacht. Aber es war so lustig, dass wir die nachher sogar ins Studio eingeladen haben. Also es war auch cool. Entweder in unsere Castingbox marschieren, die wird jetzt am kommenden Freitag und Samstag nochmal das letzte Mal hier in Hamburg aufgebaut und zwar wird das im Carré Wandsbek stehen. Die Castingbox ist ein kleiner Raum, einfach reinmarschieren, da filmen wir dann quasi den Bewerber, der kriegt dann 30 Sekunden Zeit zu zeigen, was er drauf hat. Oder zweite Möglichkeit für die Fußkranken, einfach ein Video einschicken an radiohamburg.de. Was würden Sie mit 20.000 Euro machen? Ich würde sie, sage ich mal, eher in meine eigene Karriere investieren. Das heißt, ich würde mir versuchen, mit diesen 20.000 Euro irgendwas Festes aufzubauen, dass ich, sage ich mal, meine monatlichen Fixkosten davon bezahlen kann und würde mich dann zu 100% auf meine Musik kümmern. Also einige natürlich, die jetzt dabei sind, ihre Gesangskarriere sozusagen zu starten, schon gut singen können, die verwenden natürlich dann das Geld dafür. Das heißt, für ein Gesangsstudium zum Beispiel wird das Geld auch verwendet bei den Teilnehmern, die jetzt gerade mit der ausgebildeten Stimme sozusagen arbeiten oder sich mit diesem Talent bewerben. Aber auch andere, die dann ganz normal einfach das Geld anlegen oder in die Spielbank gehen, alles auf schwarz setzen, vielleicht verdoppeln und dann kommt die Null. Nein, also sowas irgendwie. Ja, dann wird geschaut, wie man das halt so kennt. Das ist dann sozusagen die zweite Runde. Ne? Dann müssen die dann beweisen quasi, was sie drauf haben, ob sie nur halt in der Castingbox gut waren, sozusagen einen großen Tag hatten und dann steckt da nichts dahinter oder was sie quasi noch dann drauf haben. Dann werden so verschiedene Sachen noch quasi abgefragt, dann wird mal getestet, wie reagiert der Kandidat so, was macht er in diesem Fall und dann wird halt geguckt, weil es geht ja wie gesagt um das Megatalent und wenn das denn letztendlich 10 Leute sind es ja schon, die 10 Besten der Besten der Besten und die müssen sich dann auch natürlich auch einiges gefallen machen und auf einiges gefasst machen.